Morgen zusammen. Wir fangen die Vorlesung Beschaffungsorganisation an. NBW 6, 11. Mai 2022. Und wir schauen uns das Fundament eines nachhaltigen Unternehmens. Aus der Sicht der Beschaffungsorganisation. Okay. Dafür, ich stelle euch ein paar Unternehmenslösungen. Firmenweite Funktionen sowie branchenspezifische Nachhaltigkeitslösungen. Okay, das erste ist sogenannte ERP Cloud. Okay. Die Daten und die Algorithmen sind in dem Cloud und das Unternehmen zieht sie aus dem Cloud ein. Dies verankert Nachhaltigkeit in zentralen Geschäftsprozessen und ermöglicht damit folgende Punkte. Eine Verbesserung
der Datenerfassung und Datentransparenz zur Einhaltung aktueller und zukünftiger gesetzlicher Vorgaben. Hier wie immer die Kehrseite. Aufpassen, weil dies verbirgt einige Gefahren, IE Geopolitik heute sind die Chineser Freunde, vielleicht morgen nicht mehr, oder die Amerikaner oder wer auch immer, oder morgen gibt es Krieg mit wem auch immer. Dann sind die Servers woanders und dann hat das Unternehmen ein Problem. Die Geopolitik bzw. die unterschiedliche länderspezifische Gesetzgebung zur Datensicherheit. In USA geht man anders mit den Daten um, mit den Daten von Kunden, als in Deutschland oder als in Europa oder als in China. Okay? Insbesondere personenbezogene Daten wie Biometrik oder Gesundheitsdaten und dergleichen. Da gibt es ganz andere Gesetze und hier mit dem Thema Cloud sind viele Möglichkeiten oder eröffnen sich viele Möglichkeiten, eröffnen sich aber auch einige Gefahren. Zweiter Punkt, ist das Einbinden von Nachhaltigkeitskennzahlen. Zur Förderung nachhaltiger Wertschöpfungsnetzwerke und ganzheitlicher
Unternehmenssteuerung. Hier genau die gleichen Gefahren wie oben. Okay, wenn die Kennzahlen vom Unternehmen in der Cloud sind, irgendwo in einem Server in den USA, kann der amerikanische Behörde sich die Kennzahlen angucken. Siehe VW und CO2-Skandale. Okay? Und dann können sie dich einfach an den Eiern packen und mit dir machen, was sie wollen. Nachher aufpassen mit dem Cloud. Okay? Eine ganzheitliche Unternehmenssteuerung ist wichtig. Die Frage ist, wo sind die Daten und wer steuert sie? Nummer 3. Gewinnung von Einblicken mit denen sich Produkte und Services basierend auf nachhaltigen Prozessen sich differenzieren lassen. Okay. Also machen wir hier ein 1, damit es einfacher zu folgen ist. Sonst wird es unübersichtlich. 1. Eins, eins. Eins, zwei. Eins, drei. Eins, vier. Steigerung von Transparenz und Kontrolle über Materialflüsse und Verbrauch CO2-Emissionen sowie humanitären und sozialen Aspekte der Geschäftsabläufe.
zusammengefasst, ein Cloud bringt Speed, Schnelligkeit bringt Transparenz, bietet Standardisierung, und eine agile Umsetzung der Geschäftsabläufe auf der negativen Seite bringt wie sagt man, Exposition, wenn man exposed ist, Angriffsflächen. Auf geopolitische Konflikte deshalb redet man von sogenannter Distributed Cloud, also nicht nur in einem Land ein Cloud zu haben, sondern Twins in unterschiedliche Länder, der wo das Unternehmen halt dann das Risiko zerstreut. Okay. Hier die Lösung oder Lösungsansatz ist sogenannte Distributed Clouds. Auch Blockchain oder Distributed Ledger. Okay, die verteilte Komputation auf mehreren Rechnern. Okay, so, das ist ein Fazit. Gibt es Fragen dazu? Ja. Bitte. Was bedeutet agile? Ja, die Agilität ist die Verringerung der Durchlaufzeit bei Prozessen. Also Durchlaufzeitreduktion. Wenn es euch interessiert, könnt ihr halt sehr gerne googeln. Momentan ist ziemlich sexy sozusagen Agile Management von Projekten. Ist ein Begriff, was euch dann ist, oder eine Methodik, die ich euch empfehle, falls ihr in die Richtung Projektmanagement geht, nachher in eurem zukünftigen Werdegang. Momentan ist sehr in, also wenn ihr das so einen Kurs belegen könnt zu Agile Project Management, kommt gut an im Lebenslauf. Okay. Okay, das erste war jetzt die Cloud. Okay. Gibt es weitere Fragen? Gut. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Punkt. Nämlich sogenannte BTPs oder Business Technology Platforms.
Okay. Diese ermöglichen zum Beispiel wie SAP, okay? Das ist ein Business Technology Platform. So, diese ermöglichen folgendes. 2.1. Die Integration und Erweiterung der Geschäftsnetzwerke. Okay. So, an dem Beispiel SAP. SAP bietet eine Plattform für die Abwicklung von Geschäftsprozessen, die nicht nur bei bestimmten Unternehmen ist, sondern auch bei dessen Lieferanten. Und das ermöglicht die Erweiterung bei den Lieferanten von den Geschäftsprozessen. Wenn sie einmal das Plattform anwenden, können sie dann dementsprechend sich auf andere Kunden erweitern. Für den Lieferanten ein Win, für den Supplier ein Win, für den Kunde auch ein Win, weil er hat dementsprechend bestimmte Schlüssellieferanten integriert in dem System. Und das verbessert halt die Abwicklung und erhöht am Ende die industrielle Leistungsfähigkeit vom Unternehmen. Okay? Hat auch ein Problem, nämlich ich mache mich abhängig von diesem Plattform. Am Ende der Software übernimmt die Geschäftsprozessabwicklung und wenn die Prozesse sich ändern, bin ich abhängig von dem Softwareentwickler, um dementsprechend mich anzupassen an die neuen Bedingungen. Okay? Also hier wie oben aufpassen, weil das Ganze hat auch eine Kehrseite, nämlich die Standardisierung welche durch die Umsetzung von BTPs stattfindet, kann zu unerwünschten strategischen Folgen führen. IE-Lieferant abhängig vom Kunde oder fehlende Anpassungsfähigkeit bei Prozessänderungen. Ist verständlich? Dann passt soweit. Gut. 2.2 dann. Wir erhöhen dadurch die Transparenz
der auf geschlüsselte Daten für Compliance ESG-Berichte. Weißt ihr, was ein ESG-Bericht ist? Noch nie gehört? Okay, ESG steht für Environmental, Social, Governance. ESG-Berichte sind die Berichte, die man nutzt, um über die Nachhaltigkeit zu berichten. Und insgesamt die ganzheitliche Steuerung und Transparenz in der Supply Chain. Dritte, 2.3, es ermöglicht uns, die Signale in Daten erkennen und in Handlungs relevante Erkenntnisse umzuwandeln. Okay. 2.4. Es ermöglicht die Automatisierung von Prozessen um nachhaltiges Wachstum zu optimieren. Nachhaltigkeit kostet Geld. Dieses Geld muss herkommen. Ansonsten wird keine Nachhaltigkeit kommen. Ich brauche Cash, um mich zu verbessern. Und das heißt, ich muss automatisieren. Okay. 3. Das Logistikmanagement. So, Lösungen für das Supply Chain unterstützen Nachhaltigkeit
Und Governance über die gesamte Lieferkette. Ja. Zum Beispiel. Drei eins. Design von recycelbarer und ökologische oder ökologisch nachhaltiger Produkte. Bereits bei der Produktentwicklung muss ich halt das berücksichtigen. 3.2. Senkung von Emissionen sowie ethische Materialbeschaffung. Okay. Beschaffung von Rohstoffen ohne Sklavenarbeit. Okay. Ist Verantwortung von dem Einkäufer, vom Einkauf. Lieferketten nachhaltig konzipieren. Habe ich euch vor kurzem, glaube ich, das Beispiel erzählt von dem Motor, der in Südafrika gegossen wird, in Brasilien zerspannt, in Amerika in Detroit montiert, in Deutschland fertig montiert, in Japan in einem LKW montiert, damit es in Japan fährt. Also einmal um die Erde, so ungefähr. Nur um die Standorte auszulasten. Und fünf. Aber das ist aus meiner Sicht der kleinste Betrag. Betrieb von Anlagen und Geräten auf effiziente und sichere Weise. Okay. Hinter jeder diesen ganzen
Punkten kann man einen Prozentsatz packen, okay? Und angefangen vom Design in Richtung Beschaffung von die Materialien, dann die Lieferketten und dann die Produktion, gibt es einen Betrag. Die Optimierung von diesen ganzen Prozessen sollte dann irgendwie koordiniert werden. Okay? Es reicht nicht, dass ich sage, okay, jetzt mein Auto stoßt jetzt 5% weniger CO2, wenn die CO2-Bilanz von der Produktion, Beschaffung, Entwicklung, bla bla, nicht besser wurde oder doch schlechter wurde. Das Ganze muss ganzheitlich betrachtet werden. Ich habe, wie gesagt, eine Entwicklung. Oder Produktdesign, okay. Dann habe ich eine Beschaffung. Dann habe ich eine Lieferkette. Und dann habe ich die Produktion. Das Ganze muss ganzheitlich betrachtet werden, ansonsten nur in einem Bereich sich zu optimieren, aber der Rest zu vernachlässigen, ist halt nicht zielführend. Reicht nicht, wenn die Lufthansa die Motorenbetriebe in den Maschinen dann verbessert und dann fliegt sie 20, 30 Flüge nach der Covid-Zeit, um die Strecken nicht zu verlieren, die Lizenzen nicht zu verlieren. Okay, das ist ja komplett sinnlos. Oder ja. Es ist einfach nur ein grüner Lack aufs Unternehmen, mehr nicht. Okay, und Nummer 4, Business. Netzwerk. Durch die Standardisierung der Geschäftsabläufe entstehen Geschäftsnetzwerken mit Handelspartnern welche die Transparenz Reichweite und Wirksamkeit der Nachhaltigkeitsinitiativen erhöhen. Zum Beispiel
4, 1. Rollen basierte Zusammenarbeit mit Handelspartnern. Okay. Vielleicht kennt ihr die Firma Audi. Schon mal gehört? Die Firma Audi ist nichts anderes als ein Konglomerat in der Geburt von deutschen Automobilherstellern. Okay? Haben sich BMW, Mercedes zusammengetan, haben Audi gegründet, Know-how geteilt, auf den Tisch gebracht, um dann den Markt zu erweitern. Okay? Dann hat VW das dann geschluckt irgendwann mal. Aber Audi war fokussiert auf eine Sparte, die dann die beiden oder die drei, vier Partnern halt entwickeln wollte, wie die Firma MAN auch. Okay? Meistens oder die Firma VW, es ist ja alles entwickelt worden, also mit eigentlich mit Steuergeldern und dann um die Wirtschaft halt zu erhöhen auf bestimmte Marktnischen. Hm? Was war das jetzt? Siri. Ah, okay. Ah, alles klar. Gut, dann dadurch entstehen auch Effizienzsteigerungen. Durch weniger Unterbrechungen. Und effektive Lieferungen. Ermöglicht auch den Zugriff auf historische Daten, um Trends zu erkennen, KPIs ist ein Begriff, Key Performance Indicators, bekannt, zu verfolgen und Benchmarks mit Wettbewerbern zu vergleichen. Und letztens können wir die Nutzung von Echtzeitinformationen ermöglichen, um Ereignisse im gesamten Netzwerk sofort, wobei dieses sofort ist mit Anführungsstrichen, zu erkennen.
beziehungsweise zu reagieren oder reagieren zu können. Okay? Das ist so die Thematik des Business-Netzwerks. Nummer 5, römisch. Das sind die Analyse, Lösungen im Cloud. Okay. Also hier sind ist oder wird angestrebt die Vereinheitlichung. Der Business Intelligence Analytics und also Business Analytics und Business Planung. Durch Cloud-basierte Lösungen. Hier genau die gleiche Problematik wie vorhin mit den Daten. Wenn ich meine Intelligenz irgendwo verlagere, die Algorithmen gehören einem Unternehmen, der diese Algorithmen steuert, Google, siehe Facebook, siehe Twitter, siehe Business Intelligence, Startup, whatever, die haben die Kontrolle über meine Entscheidungen. Also es wird alles schön verpackt, schön gemacht, damit halt der Unternehmer, der keine Ahnung hat von KI, den Wurm weist und dann ist er gefangen. Wer die Algorithmen kontrolliert, kontrolliert die Entscheidungen. Wer die Entscheidungen kontrolliert, kontrolliert dann das Unternehmen. Es braucht die in diesem Einkaufsgeschäft, es braucht einfach die Mindestwiederbeschaffungszeit von einem Produkt, von einigen Schlüsselprodukten zu ändern mit eine oder zwei Zeilen Code. Und dann ist das Unternehmen lahmgelegt auf einmal. Es braucht der Temperaturregler von einem ThyssenKrupp Ofen in der Stahlindustrie. Das sind ungefähr 15 oder 20 Zeilen Code, geht über einen Drucker, kostet 1 Million, weil der Regler nicht mehr funktioniert. Der Ofen heizt, bis er sich selber knackt. Hatte ich einen Kunde vor 2, 3 Jahren die Erfahrung von mir. Wir glauben, dass es aus China gekommen ist. Und die sind durch einen Drucker reingegangen in den Ofen. Okay. Also aufpassen, die Vernetzung ist alles super, erhöht die Effizienz, verbirgt mit sich aber viele Gefahren, dass man halt fremd gesteuert wird. So, hier können wir beispielsweise, aber nicht begrenzt dafür, Erstellung von Prognosen, integrierte Finanzplanung, strategische
Abstimmung in der Planung der Geschäftsbereiche. Eigentlich die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Twin-Prozesse, also die Simulation von echten Prozessen, damit man halt richtig steuert, sogenannte Twin-Prozesse, sind so einige der Themen. Okay? Okay, Fragen dadurch? Okay, dann drücke ich auf Stopp.